So, ein wunderschönen Klicker hier, Folge 73. Yay, Hardcore und so. Ja, wisst ihr schon. So, brrr, bam. Und einmal. Brrr, bam. So, wir haben ein bisschen was verdient. Sehr schön. Ja. So, dann wollen wir mal schauen. Wir können uns ein Nickel-Level hier leisten. Naja. So, dann gehen wir hier gleich mal wieder. Oh, ja doch, macht gut Damage. Ebene 4, okay, gut. Was ist hier los? Aha, ein paar Söldner sind fertig. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Wir haben jetzt zwei Hero Souls. Dann gucken wir mal, wie viel wir diese Aufnahme verdienen. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich direkt den ersten Boss schon schaffen. Oder ob wir da aufgrund unserer geringen Combo direkt ablösen. Aber es sieht eigentlich relativ gut aus. Muss man schon mal so sagen, wie es ist. Ne? Wir könnten den Boss tatsächlich schaffen. Der was? Plus 20 von Transcendent Power. Bist du verrückt? Hast du gesoffen? Bist du krank? Brauchst du einen Arzt? Oh mein Gott, das wird nichts. Warum ist das so eng? Ich geb doch mit Kiel, ich geb doch schon mir. Ich dachte schon, ich muss hier das dritte Ding zur Hilfe nehmen. Digga, wir haben direkt 20 Euro Souls bekommen. Transcension Power macht doch schon Sinn. Nice, gefällt mir. Dann ist die erste Session wohl doch schneller fertig, als ich gedacht habe. ansonsten habe ich natürlich beschlossen. Ist das das hier? Nein, natürlich nicht. So, ich habe ein kleines Dokument angefertigt. Und zwar habe ich mal rausgeguckt bei den Folgen von der letzten Transcension, welche Agents wir da hatten, und habe aufgrund dessen hier einen Plan erstellt, in welcher Reihenfolge wir in dieser Transcension unsere Agents kaufen werden. Das heißt, erstmal zuallererst, wenn wir uns auf Juggernaut, den wir bereits haben, für die Combo konzentrieren, und auf Solomon, weil Solomon uns mehr Hero Souls gibt. Ne? Das ist erstmal primär, damit wir überhaupt irgendwie an Hero Souls rankommen. Dann werden wir relativ schnell auf die hier, also die auch noch beschaffen. Das ist zum einen die Combo von Bula und Fragwars, oder Baal. Wie komme ich auf Bula? Von Baal und Fragwars. Fragwars, genau. Der den, ja, Damage praktisch erhöht, einmal den kritischen Damage und einmal den Click Damage als solches. Dann die Dreier-Kombo von Mammon, Ma, Mise und Dora, die praktisch unser Gold vermehren. Wobei Dora schon die ist, die relativ teuer ist. Also eine von den dreien, die sehr, sehr, sehr schnell sehr teuer werden. Und dann halt noch Atman und Kronos, die praktisch das, oder ja, die praktisch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Boss ein Primal Boss ist, erhöht und uns pro Boss mehr Zeit gibt. Das sind praktisch die, die wir dann in Angriff nehmen, sobald wir hier ein bisschen Hero Souls gefarmt haben. Und ja, dann ist halt noch die Frage, ob wir wieder einen passiven Build bauen mit Idle Bonus. Wenn ja, wären das die beiden dafür. Und ja, last but not least, wenn wir denn einigermaßen viele Hero Souls bereits farmen und dann irgendwann auch sehr viele Gegildete haben, können wir uns dann Argive kaufen, um halt diesen Gilded Damage nochmal zu erhöhen.
Das heißt, wie gesagt, erstmal suchen wir Solomon raus. Und ja, dann werden wir uns Stück für Stück um die kümmern. Ansonsten, die Zahl hat erstmal nichts für uns zu bedeuten, ist einfach nur, wie auf welches Level wir sie in der letzten Transition hatten. Ja. Also komplett irrelevant erstmal. So, gucken wir mal. Wir sind noch fleißig dabei, Monster zu besiegen, das ist sehr schön. Aha. 1,24. Wir brauchen. Gott. Gwent, der kleine Scheißer. Ist ganz schön teuer. So, nichtsdestotrotz. Können wir dich eigentlich schon? Ja. Lol. Heißt also, wir können ab jetzt ascenden. Juhu! Dann kann ich. Nee, kann ich nicht. Machen wir es so. So, mal alle 150 bringen. Bringt zwar nicht allzu viel, aber ne, wenn wir es können, können wir es auch machen. So. So. Sehr schön. Haben wir alle oberen auf 150. Dann müssen wir uns jetzt bloß noch um die unteren hier kümmern. So. Aphrodite. Nein, macht nichts Besonderes. Okay, okay. Also mal die Söldner wegsterben müssen, ey. Ich verstehe das nicht. Das waren noch so brave Jungs. Ah, ja, ja, ja. Okay. Langsam wird unsere Kombo wieder. Ah, der nächste Boss könnte noch ein Problem werden, aber wir haben ja hier noch ein paar Skills. Aber bis zum übernächsten Boss muss dann echt unsere Dingsabums da hier unsere. Und unsere Kombo ein bisschen höher werden, damit wir den nächsten Boss wieder. Damit wir halt mehr Damage bekommen. Ne? Kennt ihr ja, wisst ihr ja alle. So, wir brauchen Solomon. Ist Solomon schon direkt hier mit bei? Nee, ne? Ja, wäre auch so schön. Das heißt, wir werden bei Solomon wieder suchen dürfen. Hoffentlich nicht 20 Mal, weil dann werden die wieder gleich alle Ascension Souls weg. Das wäre nicht so schön. So. Yay, 21. Ach, das wird definitiv nichts. Was wird doch so nichts? Alter. Ach du Kacke. Okay, unsere Kombo ist doch definitiv viel zu weit unten. Das wird der. Ach komm, jetzt geh mal hier. Danke. Das wird sowas von gar nichts. Wir brauchen echt mehr Stärke. Nur auf ihn zu sparen, dauert halt leider ewig. Da hier natürlich gleich eine ganz schön große Stufe drin ist. Das heißt also, wir werden doch erstmal Shinatobe weiter leveln. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. So. Machen wir mal hier Bomb einfach mal. Ja, easy. Easy. So. 25 Level, sieht gut aus. Was haben wir hier oben? Ja. So. Okay, schon sieht das mit dem Boss auch wesentlich besser aus. Jawohl. Diesmal brauchen wir gar keine Skills. Wir brauchen nur ein bisschen Gelevele. Gelevele. Und dann passt das auch schon wieder. So. Ich will mal noch, dass ich den zweiten Skill gleich mal aktivieren kann. 3,4E23. Da sollte man noch gleich zusammen haben. Und dann löse ich nämlich den zweiten Söldner ein. Wobei ich nicht weiß, ob der schon hierfür reichen dürfte, aber eigentlich schon. Ja, wurde recht jetzt sogar schon dafür. Lol. Ja, ist doch geil.
haben wir gleich schön Money. Cash, ein bisschen Money. Hätte gerne jetzt mal ein paar Schatzkisten hier. Ja. Oh, und die ersten Kills kommen rein. Okay, einer. Aber dann. Ja, gut. Wir haben gerade mal 10 Minuten gespielt und haben schon 40 Euro Souls. Das könnte heute tatsächlich noch was Gutes werden. Ey, da kann ich ja morgen tatsächlich schon richtig. Ne? Eben, an die Transcension Power habe ich jetzt gar nicht gedacht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was die, also wie sich die berechnet. Transcension Power increase the number of Euro Souls you get from Primal Bosses. The benefits of this effect are stronger at higher zones. The maximum Primal Euro Souls bonus reward from Transcension Power is currently 5% of total Euro Souls. Lalalala. Ja, nur, ich meine, wir haben eine Transcension Power von 1,15%. Aber auf was bezieht sich die? Weil auf das, was wir normal an Hero Souls bekommen, kann es nicht sein. Weil wir bekommen jetzt gerade pro Boss eine Hero Soul. Und 1,15% von einer Hero Soul sind definitiv nicht 20 Hero Souls. Also durch was bekommen wir jetzt schon 20 Hero Souls? Das verstehe ich nicht so wirklich. Seltsam. Naja, seltsam, echt seltsam. Na gut, egal. Okay, wir können das leisten, sehr schön. Können wir mittlerweile schon noch mehr leisten? Nee, leider noch nicht. Aber wir können uns gleich den nächsten Helden leisten. Yay! Ach ja, und da kommt auch schon Frostleaf, der letzte, den wir jetzt erstmal so ohne weiteres, also mit wenig Anstrengungen uns holen können. Weil der nächste wäre dann ja wieder hier unser Typi, der dann gleich 40 kostet. Oder 35? Ich weiß gerade nicht. Kann man sich das hier angucken? Ne, kann man nicht. Ach ja, siehst du, wir haben die Liste wieder. Klar, stimmt ja. Ha. Genau. Also was ich in der letzten Folge sagen wollte, diese Transcension machen wir so lange, bis wir es einmal schaffen, ihn hier zu kaufen. Das ist dann quasi der Abschluss von dieser Transcension und damit auch von dem gesamten Let's Play. Das habe ich mir so als Zielsetzung gesetzt, weil das ist halt auch der letzte, den man so relativ einfach kaufen kann, weil er eins halt 1E235 kostet und der nächste wäre dann erst 1E500. Also, ne? Das werden wir im Let's Play niemals schaffen können. Ne? Betonung auf können, weil ich meine, ich persönlich spiele jetzt schon wieder hier aktiv eine Get No und ich bin auch schon wieder. Ich habe meinen alten Rekord mittlerweile schon extrem weit gebrochen. Ich bin schon Level 6000 noch was. 6700? Ja, irgendwie so. Und ja, wie gesagt, ich persönlich habe gerade mal. Also diesen Schwanz hier, den da. Mit mittlerweile schon auf Level 5300 und habe gerade mal 1E400 ungefähr. Das heißt also, ich brauche nochmal 1E100, um auch nur ansatzweise an ihn ranzukommen. Das wird also selbst bei mir noch eine Weile dauern. Das heißt, das wäre hier fürs Let's Play ja ein Ding der Unmöglichkeit, einfach von der Zeit her. Von daher, Zielsetzung, wir kaufen ihn. Und dann ist schön. Das sollte reichen. So. Okay. Ja, wir holen mal hier noch ein Level und ein neuer Level. Der nächste ist schon fertig. Achso, ja, hier. Ah, Drecks. Deppen. So, gleich kommt der nächste Boss. Den sollten wir auch schaffen. Dann hätten wir quasi alle 5 Minuten immer 20 Euro Souls. Kann man machen? Kann man machen. Da können wir morgen früh also tatsächlich auf jeden Fall eine Ascension machen. Beziehungsweise ich werde jetzt schon die Ascension machen, an Anschluss dieser Folge. Weil, ja, nach der Ascension, ne, wie gesagt, wir wollen nur die allererste Ascension zusammen machen. Das heißt also, wir werden sie jetzt nach der Aufnahme dann auch gleich beenden, weil mehr als 100 Euro Souls bringt mir einfach nichts. Man sieht ja,
Wir bekommen pro Boss gerade mal eine Hero Soul. Wir müssen uns also definitiv erstmal Solomon holen. Und erst wenn wir ihn haben, bringt es überhaupt etwas hoch zu leveln. Weil erst dann bekommen wir wirklich ordentlich Hero Souls. Ups, ich habe vergessen, die Skill zu aktivieren. Von daher ist das halt einfach, ja, bleiben wir jetzt relativ niedrig, so dass wir erstmal eine schöne Grundbasis haben an Hero Souls, damit wir damit ein bisschen was machen können. Sprich also Solomon holen und vielleicht auch noch Juggernaut ein bisschen leveln. Deswegen auch meine Liste. Wie gesagt, zuerst bleiben wir bei den beiden. So lange, bis wir, ich sag mal, unsere ersten paar hundert Hero Souls haben. Wenn wir dann unsere ersten paar hundert Hero Souls haben, dann können wir anfangen hier mit den nächsten. So würde ich das halt erstmal machen. Und die Eidler, die kommen frühestens ran, wenn wir einige tausend Hero Souls haben. Deswegen auch schon meine schöne Aufsplittung. Ne? Ja, achso, oh Gott, ja, Mann, ey. Blödes Auto-Forwarding, dass man es immer wieder aktivieren muss, ja. So, jetzt haben wir schon 65 Hero Souls. Ist doch echt nicht schlecht. So, und das heißt dann nämlich, dass ich dann nach der Folge, ja, praktisch dann die nächste Session schon anfangen werde, sodass wir, wenn wir dann morgen früh in der Folge sind, dann mittlerweile wieder bei Level 100 noch was sind und wir dann praktisch wirklich, ja, sinnvoll spielen können und nicht wieder 20 Folgen dafür verbrauchen, uns wieder bis Level 100 hoch zu leveln, weil ich meine, einmal das Ganze durchkommen pro Transcension reicht. Ich meine, später, wenn wir dann wieder hier die 100 Level innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten machen, da kann man es auch wieder mit reinnehmen. Aber jetzt erstmal dauern die ersten 100 Level noch ganz schön lange. Von daher lasse ich die erstmal immer raus. Und dann gucken wir mal, wie viel Hero Souls wir denn schon in der nächsten Ascension bekommen. Wie gesagt, ich hoffe halt mal ganz einfach, dass Solomon relativ zeitig kommt und ich hier nicht 20 Mal klicken muss. Ich meine, gut, noch kostet einmal Rerollen gerade mal eine Hero Soul, von daher könnte ich jetzt schon 60 Mal Rerollen, aber ne, muss ja nicht sein. Ich meine, die Transcension hat ja schon relativ gut angefangen, ihn hatten wir gleich am Anfang, das war schon ganz geil. Damit konnte man nämlich genau die, alle Hero Souls, die wir hatten, genau hier drauf opfern, weil, ne, die letzte, ja, das letzte Level hat 14, ne, hat nicht 14, aber hat halt genau mit den Hero Souls, die wir hatten, gereicht. Deswegen haben wir jetzt 0 Hero Souls. Das heißt also, wenn wir auch nur einmal rerollt hätten müssen, hätten wir bereits für das letzte Level ein Hero Soul zu wenig gehabt. Und so hat es halt wirklich genau gepasst. Das war halt ganz geil. So, hier noch wieder ein Level. Ist ja nicht gerade hier die Krönung. So, gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Danke, danke. Oh, das war einmal zu viel. So. Aber nichts fürs Gemeine. Oh, doch hier. Ah! Na, schau mal einer an. Und für wen bist du? Aphrodite. Na, für die brauchen. Ach, nö. Aphrodite können wir. Jawoll! Nice! Okay, der nächste Boss ist Geschichte. Wobei, den nächsten Boss müssten wir auch so schaffen. Ne, müssen wir nicht. Shinatobe. Shinatobe kommt. Ach ne, ist er hier. Na, er ist aber auch noch relativ weit entfernt. Ja. Allein mit Level 50 kommen wir nicht mehr. Er ist halt leider noch zu teuer. Schade eigentlich, aber gut. Was soll's. So, den nächsten Guild. King Medias. Naja. Grant wäre mir lieber. Aber gut, was willst du da machen? So, Level 8. Na, ob wir noch die 2 Level schaffen bis zum Boss? Garantiert nicht. Sollten wir schon hiervon was einsetzen? Ich weiß ja nicht. Schwere Frage, schwere Frage. Oh Gott.
Ich meine, so schaffen wir den Boss auf jeden Fall nicht. Heißt also, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder 5 Minuten warten oder aber das hier einsetzen. Und ich bin persönlich für das hier einsetzen. Easy. Es war ohne der Funktion jetzt relative Verschwendung, aber Hauptsache für den Boss reicht es jetzt erstmal und dann, ne? Alles andere ist ein Error. Oh, wow. Okay. War gerade eben nur eng. Ich dachte gerade schon, weil als wir hier genau in der Mitte waren, waren wir schon, hatten wir nur noch weniger als 15 Minuten, Sekunden. Heißt also, wir hatten die erste Hälfte oder für die erste Hälfte mehr als die Hälfte der Zeit verbraucht schon. Und da dachte ich schon, dass es ein heißes Eisen wird, aber wir hatten jetzt Glück in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr Glück. Wir müssen sparen. Ach, noch 1E25. Na gut. Wie ist die, läuft die Kamera überhaupt oder steckt die schon mit? Nö. Gut. Nicht, dass es wieder so ist wie letztens, wo eine Folge lang komplett Kamera still steht. Ja. Wir haben nicht mal. Oh Mann, du kleiner durchgebrannter Nachtschwanzarsch. Bitte was? Danke. Arschloch. So. Dann können wir den nächsten Boss wieder mit den beiden hier machen. Oh, scheiße, der Boss war gar kein Primal. Ist ja blöd. Da geht ja meine wunderschöne RAE in meine Rechnung, wäre nur aufgegangen, wenn wirklich jeder Boss ein Primal-Boss gewesen wäre. das war natürlich nicht der Fall. Schade eigentlich. Schade. Kann also durchaus sein, dass jetzt die ganzen nächsten Bosse allesamt keine Primal sind und ich mir den Arsch beiße. Aber gut, wie gesagt, egal wie es jetzt kommt, die Aufnahme werde ich jetzt wahrscheinlich noch 7 Minuten machen, also bis halb, also genau eine halbe Stunde Aufnahme. Und dann würde ich einfach ascenden. Und so viele Egos, was ich dann habe, habe ich dann halt. 65 sollten schon genügen am Anfang, weil wir haben ja hier zumindest schon mal eine solide Grundbasis. Ne? Von daher hoffe ich einfach mal, dass das denn schon ausreicht. Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Hoffentlich kommt noch ein Primal. Weil 80. Also ich hätte. Ne? Wäre mir schon ganz lieb. Wenn noch ein bisschen was reinkommt. Alter, warum geht das hier? Hallo? Wow, mein Spiel hängt. Hier, dieser mal 100 geht nicht mehr weg. Ah, geht doch. Alter, ich. Flash Games, ey. Leck mich doch am Arsch mit euren scheiß Java-Kack gedönst. Okay, mit was? So, ein bisschen Power draufpacken. Na? Zwei Ebenen haben wir noch bis zum nächsten Boss. Ob wir den wohl noch auf Level 25 bekommen? Na, ich glaube eher nicht. Und auf ihn sparen? Erst recht nicht. Definitiv nein. Von daher bleibt uns erstmal nur hoffen, nur übrig zu hoffen, dass wir den noch auf Level 25 bekommen und hier noch ein Skill bekommen. Dann könnten wir nämlich den nächsten Boss tatsächlich auch. Wir haben noch zwei Ebenen vor uns, 128 und 129. Der Balken geht jetzt schon relativ langsam runter. Wenn wir hier nicht echt noch ein bisschen Zuwachs bekommen, dann schaffen wir selbst mit den beiden Skills hier oben den Boss gar nicht. Holy moly. Gibt es hier noch irgendeinen? In der Nähe hier oben haben wir ja alles. Ciao.
Müssen wir echt hoffen, ihn. Obwohl, vier Level fehlen uns gerade mal noch. Das könnte vielleicht was werden. Aber da müssen wir auch noch den Skill hier kaufen, ne? Und das wird dann schon wieder schwieriger. So eine Scheiße. Tja, ich glaube, bei der Level wohl doch bei 65 bleiben. Mal gucken, wie weit das reicht. Ich glaube, der nächste Boss wird echt eine harte Nuss. Oder wir müssen halt noch vor dem Boss ein bisschen idlen. So, damit kommt die letzte Ebene vor dem Boss. Ah, ich freue mich ja schon. Oh Gott. Könnte echt was werden, aber... Ah doch, könnte was werden. Gucken wir mal. Das sieht tatsächlich doch... Mal gucken. Ich wollte gerade sagen, sieht gut aus, aber... Mein Optimismus fällt mir später immer nur auf den Beinen. So, wir brauchen jetzt noch... Ja, noch ein bisschen Gold. 8 Gegner haben wir noch vor uns. Könnte tatsächlich was werden. Ist schon mein Optimismus. Vor allem selbst wenn, frage ich mich, ob das... Obwohl, das verdoppelt halt unsere Stärke, ne? Hoffentlich reicht das für den Boss. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ja, wow, Relikt. Digga. Eure Zuverlässigkeit ist ein Relikt derzeit. Ihr Deppen. Halleluja. Hat noch 4 Gegner und es will noch 4.000 sollte was werden. Und dann ist er wahrscheinlich sowieso Kim Primal. Ich verteilen. Wenn der Kim Primal ist, ne, dann ist hier aber Achterbahn. Dann ist hier aber Feierabend. So, na dann. Let's walk. Ja, ist ein Primal. Wuhu. Aber ich muss mithelfen. Und war ganz schön heftig. Los, wow, mehr kritische Treffer. Boah, Alter, das wird doch nichts. Nee, das wird gar nichts. Alter, gerade so nicht geschafft, war doch klar. Oh Gott. Oh Gott. Das heißt, das ist vom Hochlevel. Weil die Skills sind jetzt alle vorbei. Oder wir lassen uns echt nochmal 10 Minuten Zeit, dann können wir hier 3 Combo machen. Die sollte ihn dann definitiv zerlegen, aber eigentlich hatte ich keinen nicht vor, jetzt hier nochmal eine lange Session zu machen. Aber gut, 10 Minuten geht ja. Das ist halt das Blöde an den kritischen Schaden. Ist halt noch Wahrscheinlichkeit, ne? Und ja. Da hat man dann leider mit hoher Wahrscheinlichkeit Pech. Um das mal so zu sagen.
So, mal gucken, was zuerst passiert. Ob wir hier die Dinger bekommen oder ob wir Level 50 schaffen. Ich meine, wenn wir Level 40 sind, können wir es ja nochmal probieren. Aber ich glaube mal, die 15 Level dürften nicht so viel mehr Schaden bringen. Bei der Balken, die setzt sich schon echt ganz schön schnell runter, also könnte durchaus was werden. Na ja, das gucken wir mal. Wie gesagt, noch 4 Level aufleveln und dann testen wir nochmal den Boss. Und wenn wir Glück haben, haben wir Glück. Und wenn nicht, dann nicht. Ich bin ja noch gierig, Alter. Warum kommen eigentlich die keine Schatzkisten, ey? Boah. Ist die Grundwahrscheinlichkeit von denen echt so niedrig? So, noch 2 Level und dann gucken wir mal. Tja, und dann hoffen wir mal, dass uns, ja, das Glück hold ist, quasi. Yeah, 36.000er Combo. Wuhu. Und ein Fisch. So, okay. Dann kommt jetzt der Boss ran. Das wird nie im Leben was. Nee. Das wird gar nichts. Oh Gott. Oh Gott. Ist das traurig. Gut, da bleiben wir so lange auf dem Boss, bis wir genug Glück haben und genug kritische Schaden bekommen, kritische Treffer bekommen. Ist aber auch Schwachsinn. Nee, lass ich mal lieber nicht machen. So. Dann leveln wir nochmal 7 Level hoch, versuchen Level 50 zu kommen und das Ding hier zu holen. Ach wow, das ist nicht sein Eigenschaden, sondern der Gesamtschaden. Und zwar gerade mit 25%. Ist also jetzt auf kurze Sicht gesehen schwächer wie das hier. Ist das geknackt? Ja. Also doch, noch 5 Minuten warten, bis wir die Dinger bekommen. Alles andere wird wohl scheinbar doch nichts. Ich möchte heulen. Jetzt sofort. Wie ein Baby. Und es kommt absolut keine Schatzkiste. Ich weiß doch nicht, wie hoch die Grundwahrscheinlichkeit ist. Aber sieht doch echt niedrig aus. Wie teuer bist du eigentlich? Oh, Alter. Naja, 4,26. Kann man mal machen. Und wieder unsere berühmten 4 Level. Gut, da gucke ich mal, ob hier noch was Sinnvolles mit dabei ist. Nein. Nee. Nein. Nichts, niada, niente. Naja, Level 130, ne? Die gute alte Barriere. Wobei das jetzt gerade eher daran liegt, dass wir gerade, ja, mit den Söldnern Pech haben. Dass uns hier gleich einfach mal 2 weggestorben sind. Oh Gott, diese Söldner. Wenn man sie mal braucht, sind sie nicht da. Na komm, das macht er. Heißt das jetzt? Hallo? Geht doch. So, und jetzt nochmal fleißig sparen. 4E26. Konnte sich ja bloß um Jahre handeln.
Okay, nochmal ein Versuch. Einfach mal wissen können. Meine Hand ist auch schon so tot, dass ich kaum noch klicken kann. Und wir kriegen halt einfach keine kritischen Treffer. Das können wir einfach mal getrost in die Tonne schmeißen. Naja, noch 2 Minuten, dann haben wir die Skills wieder aktiviert. Ist das traurig. Oh Gott. Dass das echt so enden würde, hätte ich das echt nicht gedacht. Das ist so armselig. Dass das schon fast wehtut. Naja, wie gesagt, ne, die ersten Ascensions nach einer Transcension sind immer ein bisschen langwierig. Da kann man halt nichts machen. Vielleicht können wir uns das Upgrade kaufen. Dann testen wir nochmal. Das wird sowas von nichts. Yay, gefinished. So. Damit haben wir wieder Tram 88. Kennt ihr jemand? Ist eine geile Sache. Ich weiß noch gar nicht mehr, ob es das überhaupt noch gibt. Müsste aber eigentlich. Tram 88. Nein, weg hier. Och man, ihr leckt mich doch am Arsch. Du mit deinem scheiß Standort. Da, Tram 88. Geile Sache. Ist in Dingsabums da. Ne? Ist da schon. So, machen wir das Ascension? Ja, komm. Fuck off, bis zum nächsten Bus schaffen wir eh nicht mehr. Ja. Wir kommen aus dem Vollbildmodus raus hier. So, und dann heißt das jetzt einmal speichern. Hä? Gott, Alter. Danke. Ja. So, und ja, dann suchen wir jetzt Solomon. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Typ aussieht. Und wir müssen doch 20. Ah, doch, da ist er doch. Genau, der da. Dazu stimmt, wir müssen doch jetzt 20 mal hier wiederholen. So, 160, 240, 300. Ah, ja. Oh, wird aber auch ganz schön schnell, ganz schön teuer. 100%. Ah, komm, die restlichen lassen wir hier für 200% Damage. Haben wir noch ein bisschen Damage plus, ne? So, na dann, würde ich mal sagen, ich mache jetzt nochmal eine Ascension bis morgen früh und wir sehen uns dann, ja, morgen früh wieder. In dem Sinne, macht's gut, haut rein. Dann werden wir alle Freunde sein. Ach so, ja, hier, Dokument ist ja noch offen. Weg damit. Can't save config. Was für config? Achso, ja, gut jetzt. Tschüss!